Wir alle kennen Feuerzeuge. Es gibt sie in verschiedenen Varianten, Marken und Formen. Aber eins haben sie gemeinsam: Feuer. Und genau darum geht es heute. Wir werden schauen, welche von den vier auserwählten Feuerzeugen am längsten brennt. Legen wir mit den Vorbereitungen los. Du kannst jetzt Wetten abschließen. Welches der Feuerzeuge wird am längsten brennen? Feuerzeug 1, 2, 3 oder 4? Schreibe deine Antwort jetzt in die Kommentare. Und auf geht's! Und wir haben auch schon den ersten Verlierer. Genau 1 Minute und 15 Sekunden. Ich hoffe, es hat niemand auf dieses Feuerzeug gewettet. Hehe. Ich muss auch noch dazu sagen, dass es das billigste Feuerzeug gewesen war. Es ist zwar noch viel Gas drin, aber hier geht es darum, welche Flamme am längsten brennt. 10 Minuten sind um und die Flammen halten sich noch immer. Nun fängt es beim Zippo an zu eskalieren. Man kann sehen, wie die Flamme immer größer wird. Was man nicht sehen kann, dass das Zippo schon sehr heiß geworden ist und den Kleber darunter zum Schmelzen bringt. Und da haben wir auch schon den zweiten Gewinner mit einer Zeit von 19 Minuten und 28 Sekunden. Und da waren es nur noch zwei. Na, ist dein Favorit immer noch im Rennen? Ich denke, man erkennt schon, welches gewinnen wird. Und die haben den Gewinner, Platz Nummer 2 mit einer Minutenzahl von 28 Minuten und 47 Sekunden. Was mich aber wundert ist, dass diese Flamme seit Anfang an konstant ruhig und gleichmäßig gebrannt hat. Wir führen das Experiment weiter fort, um zu schauen, auf wie viele Minuten das Feuerzeug kommt. Und da ist es passiert. Das weiße Feuerzeug von Big hat tatsächlich 1 Stunde und 31 Minuten gebrannt. Das ist nochmal 1 Stunde länger, als die anderen verlorenen Feuerzeuge gebrannt haben. Man sagt, Big-Feuerzeuge sind die besten. Hier zumindest haben wir gesehen, dass sie am längsten brennen. Hier kannst du dir jetzt noch eins von 4 Videos aussuchen, welches du als nächstes schauen möchtest. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Euer Tommy.